So, und dann kommen wir jetzt vor unserem eigentlichen Finale heute Abend, das die Podiumsdiskussion sein wird. Ihr seht ja schon die großen Namen, die auf dem Tisch hier aufgereiht sind, zu einem kurzen Rückblick. Denn immerhin sind wir ja aus einem ganz bestimmten Anlass heute hier und morgen auch. Denn der Nachtschattenverlag feiert 30-jähriges, 3 Dezennien Rauschkunde, 3 Dezennien Drogenkompetenz vor allem, die Roger mit seinem stetig wachsenden Team da produziert und in die Welt hinauslässt. Ja, wir alle kennen Roger und wir alle lieben Roger, ja. Aber einer von uns kennt ihn ganz besonders lang und er kennt auch den Verlag ganz besonders lang. Hans Cousteau, Autor, Aktivist, gute Seele auch, kennt Roger schon länger als der Nachtschattenverlag, länger als der Nachtschattenverlag existiert. Hans, erzähl doch mal, wie hast du so die Genese der Verlagsgeschichte empfunden? 30 Jahre, wie hat es angefangen, wie ging es weiter, wie ist es heute aus deiner Sicht? Ja, angefangen hat es auf der Frankfurter Buchmesse, da haben wir uns getroffen. Roger erzählte mir, er sei Marktfahrer und hat sehr viele Stimmgabeln bestellt. Und wir kamen so ins Gespräch, dachte Marktfahrer und viele Stimmgabeln, kosmische Planetentöne. Und so kamen wir halt immer mehr ins Gespräch und haben halt auch über Erfahrungen in Indien und über Substanzen und Ähnliches gesprochen und haben uns angefreundet. Und es gab ja Probleme hier in Solothurn mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht. Die wollten bestimmte Bücher irgendwie dem Roger nicht gönnen, dass er die auf dem Markt verkauft, haben Ärger gemacht und dem Ärger zum Trotz hat Roger dann den Verlag gemacht. Es kam dann so auch noch die Buchhandlung hinzu und es wurden Workshops gemacht und Vorträge zu verschiedenen Themen. Und dann wurde in Berlin Event Rave gegründet und dann kam auf einmal wieder eine starke, intensive Zusammenarbeit. Das Buch vom Urkult zu Kultur und viel Präsenz auf Technopartys, aber auch Präsenz auf Kongresse, Kolloquium für Bewusstseinsstudien und es entwickelt sich so langsam immer mehr eine intensive Freundschaft und Zusammenarbeit. Mehrere Bücher sind entstanden und das Neueste, die Wechselbeziehung Buch und Videos im Internet. Wie die Leute das wahrnehmen, wie sie das austauschen, da habe ich mit verschiedenen Machern von Videoportalen viel gesprochen, unter anderem mit Markus. Und ja, so sehe ich eine wirkliche Veränderung, wie die Information weitergeht. Und ich finde das sehr spannend. Und das wird sicherlich auch noch einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte weitergehen, Roger. Wie ist das? Was ist für die Zukunft? Was hast du noch geplant, bevor wir dann gleich das Nachtschatten-Team nochmal auch vorstellen und ehren wollen? Wie soll es weitergehen? Hast du schon Pläne für die Zukunft? Also es wird auf jeden Fall weitergehen, das ist ganz klar. Es muss weitergehen, bis unsere Gesellschaft fähig ist, mit Rauschzuständen umzugehen, ohne dass man kriminalisiert wird. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen vom Nachtschattenverlag, dass man damit lernt umzugehen, wie du vorher schon gesagt hast, Drogenkompetenz lernen, Drogenmündigkeit wollen wir vermitteln und solange die nicht gegeben ist, wird es den Nachtschattenverlag weiterhin geben, ganz klar. Wir sind ja auch eine Aktiengesellschaft, die ist getragen von vielen guten Geistern, die das auch tragen, damit wir eben nicht von Banken abhängig sind. Das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wir sind ein kleines Team und damit ich auch ganz gerne Barbara Blankhardt hochbitten. Sie seit 10 Jahren nämlich den Nachtschattenverlag begleitet, ein Drittel der ganzen Zeit. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ohne Barbara würde es den Verlag so auch nicht geben. Und seit einem Jahr dabei ist auch Lukas Emmenegger. Auch ihn möchte ich gerne bitten, hochzukommen. Bitte da in die Mitte. Und zu viert, zusammen mit Markus Berger, sind wir nämlich auch das OK von dem ganzen Anlass, wo 30 Jahre Nachtschattenverlag das Symposium organisiert haben. Da möchte ich auch ganz viel herzlich danken allen vielen. Ja.
gibt natürlich noch ganz viele andere Helfer im Hintergrund, die jetzt nicht hier auf der Bühne sind, die zum Teil an der Kasse stehen oder unten in der Ausstellung. Das ist der Christian, der Jean, die Techniker zu erwähnen, oder die Julia, die unermüdlich dran ist, oder die Simone und noch viele andere. Wir sind ein großes Team, die das, den ganzen Anlass unterstützt haben, dass es so gekommen ist, wie er eben sich präsentiert. Ihnen allen gebührt einen ganz großen Dank. Vielen herzlichen Dank für all das. Ich glaube, jetzt haben wir genug gedankt. Es geht jetzt weiter in einem ganz, ganz wichtigen Programmpunkt, nämlich dem Podiumsgespräch mit fünf der ganz, ganz wichtigen Autoren und Autorinnen des Verlages, die eine ganz, ganz wichtige Frage diskutieren, nämlich psychedelische Erfahrungen als Chance in unserer Gesellschaft, so wie das auch Roberto Zanetti auch ein bisschen schon angesprochen hat. Es würde ganz vielen Politikern nämlich gut tun, wenn sie mal solche Erfahrungen machen würden. Und vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn all die Politiker, die vielleicht sogar schon Erfahrung gemacht haben damit, auch dazu stehen dürften. Man würde nämlich vielleicht noch staunen, wie viele Leute in unserer Gesellschaft tatsächlich schon solche Erfahrungen gemacht haben. Ich gebe das Wort gerne weiter an die fünf Personen, die jetzt das Podium da leiten werden. Vielen, vielen Dank. Und viel Vergnügen. Also eine ganz, ganz große Freude ist, dass Stanislav Grof den Weg hierher gefunden hat. Ihn begrüße ich als erstes. Auch ein Urgestein der psychedelischen Erfahrungen, Ralf Metzner, der vor 50 Jahren das Buch Psychedelische Erfahrungen mit Timothy Leary und Richard Alpert herausgegeben hat. Auch ein Jubiläum, 50 Jahre, das erste Buch zum Thema. Ganz, ganz alter Freund, ich glaube, ich kenne den Christian auch etwa so lange, wie es den Verlag gibt, also auch sogar noch länger, gell? Wir kennen uns auch mindestens so lange, wie es den Verlag gibt. Auch ein, wir sind eigentlich Herzensbrüder. Ja. Und auch die Stadt Solothurn ist im Bereich der psychedelischen Forschung natürlich vertreten, ganz gewichtig sogar. Albert Hofmann würde sich sehr, sehr freuen, wenn er im Publikum wäre, wie Peter Gasser, der nach über 30 Jahren wieder LSD in der Forschung wieder aufgenommen hat, erfolgreich aufgenommen hat. Auch er ist mit dabei auf dem Podium. Vielen Dank. Und ich möchte auch Claudia danken. Auch Claudia ist eine uralte Freundin und eine der wenigen Frauen, die in der psychedelischen Forschung mit dabei ist. Ganz wichtig, dass sie das Podium leitet. Vielen, vielen Dank, Claudia. Also, das ist wirklich wunderbar mit diesem... Das ist nicht an, oder? Ja? Sind die alle an? Ja. Ja? Habt ihr mich alle gut verstanden? Ja, es ist wirklich wunderbar, mit diesen Vieren jetzt hier am Tisch zu sitzen und die Ehre zu haben, das zu moderieren. Also so ein bisschen durch die Nadelöhre der Zeit zu bekommen. Ich möchte nur ganz kurz auch persönliche Worte sagen. Als Christian und ich uns dann letzten Endes nach langen Jahren eines bloß intellektuellen Austausches wirklich näher gekommen sind, da lag gerade eine Zeit in Esalen hinter ihm und da ist er Stan und Ralf begegnet und das waren ganz wichtige Begegnungen. Damals war er ein Student, der gerade eben seine Dissertation geschrieben hatte und der von den Lacandonen kam und der so ein paar Erfahrungen gemacht hat und dann eben ganz begeistert war, die richtigen Leute wirklich kontaktieren zu können. Und insofern schließt sich jetzt für mich ein bisschen auch der Kreis, weil damals erzählte mir Christian eben von
diesen besonderen Moment mit euch beiden. Und wir sind uns ja ganz oft begegnet. Wir sind ja auch richtige Freunde und Kollegen geworden. Aber Stan, du bist immer in irgendwelchen unerreichbaren Fernen gewesen. Du konntest manchmal auch nicht kommen und hattest andere Dinge. Deswegen schön, dass du wirklich hier bist. Vielen Dank. Ja, wir sitzen hier dem Alter nach aufgereiht. Also der berühmte Psychiater Stan Grof, Stanislav eigentlich, Grof. Ich möchte trotzdem einfach gerne eine kleine Einführung machen. Ihr habt das in eurem Programm, ihr kennt die alle. Aber ich finde, es ist einfach eine Würdigung. Wenn man hier sitzt in dieser Rolle, dann ist es mir einfach ein Bedürfnis, doch ganz kurz was auch zu euch zu sagen. So wahnsinnig wenig Zeit haben wir nicht, dass das wegbleiben müsste. Also, Stanislav Grof, ist wirklich ein ganz wichtiger Pionier. Er hat in Prag mit LSD noch arbeiten können in der Zeit, als es eben noch nicht auf dem Index war. Er hat wirklich merken, spüren können, als noch fast so Ende-Student, wie wohltuend die Wirkung dieser Substanz war für Patienten. Du hast das lange Zeit beobachten können. Du hast unglaublich intensive Forschung gemacht in der Richtung. Und du hast etwas entdeckt, was heutzutage sehr vielen Psychiatern und Therapeuten eigentlich immer noch etwas Mysteriöses ist, nämlich, dass die Erfahrung über unsere persönliche Grenze hinausgehen, dass es transpersonale Erfahrungen gibt und dass Erfahrungen schon vor der Geburt da sind, dass die mit der Geburt eine wichtige Prägung erhalten und dass die nach der Geburt bis in unser Leben eine Auswirkung haben. Und was uns beide vereint, ist das Interesse für Kunst. Du hast unter diesen Aspekten auch Kunst betrachtet und hast da natürlich auch ganz wichtige Erkenntnisse für dich auch sammeln können. So. Also, das einfach nur ganz kleine paar Worte. Meinem unglaublich lieben Freund und wirklich Lehrer, Ralf Metzner, also ich bin nicht so die Frau, die nach dem Guru gesucht hat und suche ich auch heute noch nicht, weil ich denke, das eigene Leben gründet sich auf Erfahrung und man muss einfach durch Fehler lernen und man muss Erfahrung sammeln. Aber man kann Menschen haben, an denen man sich orientiert, weil nicht weil man sie anhimmelt und sie stehen da auf dem Podest, sondern weil man ganz tief respektiert, was sie gemacht und geleistet haben. Und so geht es mir mit Ralf. Also Ralf, du hast ganz viele Umbrüche in der Gesellschaft mitbekommen. Du warst in Harvard, einer der Professoren dort, und du hast diese Neuerungen, die durch diese Substanzen gekommen sind, am eigenen Leibe erfahren. Und du hast ganz früh schon dir überlegt, was könnten das für Modelle geben, die uns diese Erfahrungen brauchbarer machen, weil in unserer Gesellschaft gab es einfach diese Paradigmen dafür nicht. Und du hast dann in der östlichen Weisheit sehr viel gefunden und du hast dieses großartige Buch des tibetanischen Totenbuches und der psychedelischen Erfahrung als Parallele zusammen mit Timothy Leary geschrieben und mit Ram Dass zusammen, also mit Richard Alper, ihr war ja die drei Kollegen, hast du ganz viele maßgebliche Forschung gemacht. Und also wer sich wirklich tief für die tatsächlichen menschlichen Erfahrungen, die man mit diesen Pflanzen der Götter und Substanzen der Götter machen kann, interessiert. Also der hat hier einfach zwei ganz wichtige Menschen, die uns ganz viel auf den Weg gebracht haben. Und ich hoffe, das Rad der Zeit dreht sich ja unendlich weiter. Und eines Tages werden wir diejenigen sein, die ohne diese Vorbilder sind. Und auch nach uns werden Leute kommen. Ich finde, es ist einfach wichtig, dass man in seinem Umfeld Menschen hat, an denen man sich orientieren kann. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr Menschen habt, an denen ihr euch orientieren könnt in diesen Erfahrungen. Denn das sind wichtige Erfahrungen, aber man sollte sie nicht zu leicht auf die leichte Schulter nehmen. Christian Rätsch habe ich hier an meiner linken Seite. Ich zitiere da immer gerne unseren herzlichen Freund Michael Schlichting, der immer sagt, wir sind eine Lebens- und Forschungsgemeinschaft. Das stimmt auch.
Und also auch Christian war jetzt in Bezug auf mich auch jemand, der für mich maßgeblich ist, weil ich seinen unglaublich frischen Blick auf viele Dinge schätze. Ich mag besonders gerne, wenn er frech ist, weil er dann uns die Möglichkeit gibt, wie so ein Trickster, die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen zu können. Und das ist manchmal auch eine Bürde, weil ganz viele dich natürlich auch bewundern. Und ich würde es deswegen gut finden, wenn jeder merkt, jeder Mensch hat auch seine Grenzen und auch die Bewunderung hat ihre Grenzen. Und auch du kannst dich auch mal entspannen und musst nicht immer nur allen Bedürfnissen gerecht werden. Und ja, das waren jetzt ganz persönliche Worte. Also aber ich kriege das auch ganz persönlich mit. So, also du bist Ethnologe, Ethnopharmakologe, was gerade die Pharmakologen immer nicht so gerne hören, weil die glauben ja, als Ethnopharmakologe müsste man zuerst mal Pharmakologe sein. Aber das ist tatsächlich ein Fach, was etwas tut, was ihr beide auch gemacht habt, nämlich die Perspektive der anderen einnehmen, damit wir von den anderen lernen. Es geht nicht darum, dass man sagt, hier, wir sind die tolle westliche Wissenschaft und alle anderen müssen sich an diesem Parameter messen. Und das finde ich toll, da hast du ja auch maßgebliche Werke geschrieben. Und hier, Peter Gasser, wir kennen uns auch schon lange, ohne uns wirklich zu kennen. Du warst ganz am Anfang schon beim Europäischen Kollegium für Bewusstseinsstudien dabei und bist Arzt und auch ein Forscher, den dieses Thema sehr interessiert. Du hattest das Glück, den Traum von Albert Hofmann wahrzumachen, nämlich die Forschung mit LSD wieder auf die Bühne des Geschehens und in die wissenschaftliche Perspektive zu rücken. Und Albert konnte das sogar noch erleben. Und du bist hier vor Ort. Zum Glück bist du auch Schweizer. Sonst wäre es peinlich, dass wir jetzt hier so ein Panel sind mit lauter Nicht-Schweizern. Und ich bin gespannt, was du uns erzählen kannst auch von der Forschung, denn nicht jeder hat das mitbekommen. Also so viel, jetzt eine ganz persönliche Einleitung und jetzt geht's los. Okay, guten Abend. Vor dem ich etwas anderes sage, ich möchte Roger und seine Organisation für diese fantastische Konferenz danken und auch für die 30 Jahre der Publikation in einem sehr kontroversen Gebiet. Ich bin selbst also gegen den Strom alle diese Jahre geschwommen. Ich kann mir vorstellen, wie schwierig das war. Und ich fühle mich sehr dankbar dafür, was da gemacht wurde. Ich möchte euch auch warnen, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ist auch nicht eine Sprache, die ich täglich spreche. Es ist wirklich uralt, fast 70 Jahre, und ich habe sehr wenig Fähigkeit, oder sehr wenig Gelegenheit, das zu praktizieren. Also es ist mehr möglich, dass mir hier und da Ausdrücke fehlen werden, dass ich ein bisschen Hilfe brauchen werde. Also über mich persönlich, ursprünglich dachte ich gar nicht, dass ich ein Psychiater werde, dass ich mich mit psychoaktiven Substanzen beschäftigen werde, dass ich mich mit Bewusstsein beschäftigen werde. Meine ursprüngliche Idee war, in Trickfilmen zu arbeiten. Ich zeichne, ich male, und Walt Disney war mein Held. Und dann später Tanka, ist wohl auch hier bekannt. Und ich hatte schon ein Gespräch mit ihm, und ich sollte in den Barandov-Studios zu arbeiten beginnen.
Und zu der Zeit, mein Freund kam, hielt ein Buch, als ob es die Bibel war, und er sagte, ich lese dieses fantastische Buch, du musst das lesen, du wirst nie dasselbe sein. Okay, ich habe angefangen, das zu lesen, ich konnte nicht schlafen gehen und habe das Ganze gelesen. Das war die Einführung in die Psychoanalyse, Sigmund Freud, und ich war so begeistert durch die Intelligenz, durch seine Fähigkeit, also in diese Dunkelheit des Unbewussten Licht zu bringen, oder was ich damals als Licht sah, also die Fähigkeit, die Träume zu verstehen, die Symptome der Neurosen und dann auch Religion und sozialpolitische Probleme und so weiter. Und also ich habe mich entschlossen, Medizin zu studieren, ganz spezifisch, um ein Psychiater zu werden. Und das war wirklich ein Weg von Enttäuschung. Also je tiefer ich in die Psychoanalyse gegangen bin, desto weniger begeistert war ich. Zuerst war das nicht die Theorie der Psychoanalyse, sondern die Praxis. Also wie lange das dauert, wie viel Zeit, wie viel Energie. Und ich sah, dass die Resultate nicht wirklich atemberaubend waren. Und ich hatte ein nostalgisches Gefühl, also ich sollte mit den Trickfilmen bleiben und ich sollte nie also diese Karriere wählen. Und dann kam etwas, das mein Leben wirklich geändert hat. Die psychiatrische Abteilung, wo ich arbeitete unter Dozent Robicek, kriegte eine Schachtel voll von Ampullen. Das kam von der Schweiz, von Sandoz, mit einem Brief. Der sagte, das ist eine sehr interessante experimentelle Droge, die fast durch Zufall entdeckt wurde in den Laboratorien von Sandoz. Und es gab die Geschichte von Albert, nicht wahr? Die Serendipität, wie er das nannte, nicht Zufall. Und es kam also mit einer Aufforderung, möchten Sie also mit diesen Drogen arbeiten? Wir denken, aufgrund der ursprünglichen Pilotenexperimente, dass es etwas für die Psychiater und Psychologen interessant sein könnte. Und es kam mit zwei Typen. Der erste Typ war, möglicherweise man könnte das normalen Leuten geben und allerlei Untersuchungen machen, biochemische, elektrophysiologische, biochemische und andere Investigationen, und dass man das vor der Sitzung, während der Sitzung, nach der Sitzung machen kann, und man kriegt Einsichten, was da biologisch passiert, wenn das Denken und die Emotionen der Versuchspersonen so tief beeinflusst sind. Und das war natürlich für mich eine ganz, ganz erregende Idee. Also ich wurde zu einem der frühen Freiwilligen. Mein Bruder, der da ist, war mein Beisitzender. Und das war damals durch etwas oder mit etwas verbunden, das Dozent Robicek sehr interessierte. Und das war stroboskopisches Light, Stroboskop-Licht. Und das, was man als treibender Gehirnwellen nannte, also starke Stimulation, optische Stimulation von verschiedenen Frequenzen. Und in der Mitte meiner Sitzung wurde ich also diesem Strobe-Licht ausgesetzt und hatte eine fantastische kosmische Erfahrung. Und ich war eine Person am Morgen und eine andere Person am Abend. Und ich war sehr begeistert. Ich dachte, ich bin also schon ein Psychiater, und das ist das Interessanteste, das man machen kann als Psychiater.
Und das wurde also zu meinem, ich würde sagen, Beruf, meiner Leidenschaft. Und es ist nun mehr als ein halbes Jahrhundert. Und ich habe mich sehr, mit sehr wenig anderen Sachen professionell beschäftigt, als etwas, das mit diesen Zuständen was zu tun hat. Und ich beschäftigte mich besonders mit einer Untergruppe der geänderten Bewusstseinszustände, für welche ich einen speziellen Namen, einen Neologismus geprägt habe, holotrope Erfahrungen, also die Erfahrungen, die uns in der Richtung der Totalität, Wholeness, Ganzheitlichkeit, ja, nehmen. Und das sind Erfahrungen, die therapeutisches Potenzial haben, die wandelndes Potenzial haben. Ich glaube auch evolutionäres Potenzial haben. Und ich glaube auch, dass sie Quelle von revolutionären Beobachtungen sind, die uns ganz neue Einsichten in die Beschaffenheit des Bewusstseins, der Beschaffenheit der menschlichen Psyche, Ursprünge der Psychopathologie und auch ganz neue Einsichten in die Strategie der Selbsterfahrung und Therapie. Und heute beschäftige ich mich meistens mit zwei Gebieten. Das erste Gebiet ist das holotrope Atmen. Das ist eine Methode, die ich mit meiner Frau Christina entwickelt habe in Esselen, wo man sehr, sehr tiefe Erfahrungen hervorrufen kann mit sehr, sehr einfachen Mitteln, zum Beispiel beschleunigtem Atmen, evokativer Musik, einer gewissen Art von Körperarbeit und dann Kunstarbeit, Mandala zeichnen. Und das Zweite, was mich beschäftigt, ist nun, alle diese neuen Einsichten in Psychologie, Psychiatrie zu bringen, weil ich denke, dass sie die Notwendigkeit einer radikalen Revision unseres Denkens in der Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie fordern. Okay, also habe schon genug gesagt. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, mit euch zu sprechen. Und ich möchte vier kleine Geschichten, kurze Geschichten erzählen, die für mich. Funktioniert es nicht an? Das Mikrofon? Doch, aber es ist an. Einfach vor den Mund halten. So. Die Wirkungen von diesen merkwürdigen, außerordentlich ungewöhnlichen Substanzen auf physischen Ebene, biologischen Ebene, persönlichen Ebene, kulturellen Ebene, sozialen und politischen und ethischen Ebene illustrieren. Die erste Geschichte ist von einem Klienten, mit dem ich arbeite als Psychotherapeut in Kalifornien. Ein Mann mit einer Familie von drei Kindern, er hat griechischer Abkommen, und interessiert sich sehr für die Arbeit mit psychoaktiven Substanzen. Wir haben auch zusammengearbeitet und seine Mutter kam ihn zu besuchen aus Griechenland, in ihren späten 60er Jahren ungefähr. Und sie hatte, was wir nennen auf Englisch Senile Dementia, also wie sagt man das? Demenz, ja. Senile Demenz. Und
Und in Ihrem Fall war das diese senile Demenz, dass Sie ständig auf alle Leute in Ihrer Umgebung, einschließlich Ihrer eigenen Familie, Ihrem Sohn, Ihrer Schwiegertochter, Ihren Enkelkindern, schimpfte und fluchte, also unglaublich, und sagte, ihr bringt mich um, ihr vergiftet mich, ihr hasst mich, ihr könnt mich nicht ausstehen, und klagte sie ständig an, dass sie umbringen wollten. Und der Sohn und seine Familie wollten irgendwie mit ihr zurechtkommen, aber wussten nicht, wie das zu tun. Und er hatte viel Erfahrung mitgemacht mit psychedelischen, auch mit MDMA, was wir empathogenische Substanz nennen, dass diese Gefühlsebene besonders stark auföffnet. Das kann manchmal mit LSD und anderen Psychedelika stattfinden, aber mit MDMA ist es sozusagen, das ist der Grund, warum das wahrscheinlich das beste, meines Erachtens nach, das beste therapeutische Mittel, das es gibt, in dem Sinne, weil es eben nur die Gefühlsebene öffnet und man kann keine kosmischen Visionen dabei. Und natürlich konnte er es nicht geben, denn sie würde das ja nicht genommen haben. Sie sagte immer, du vergiftest mich. Du hast du Gift in das Essen. Und hatte sich also entschlossen, es ihr heimlich zu geben. Was natürlich für uns alle, für ihn selber und mich auch und alle, also ist total unethisch. Und das hat auch Gewissens gepeinigt und hat dann immer wieder erreicht. Also das ist sozusagen meine letzte Chance, denn sie willigt nicht, das von mir zu nehmen. Und dann hat er es versteckt gegeben. Er hat gesagt, also hier sind ein paar Vitamine, die sind gut für dich. Und sie hat es genommen. Und auf ihn geschimpft, die bringst mich um. Und dann waren sie bei ihm und dann ist er und seine Familie, ein bisschen haben sie alleine gelassen. Und ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so, kam er zurück. Und sie war eine total hundertprozentige verwandelte Frau. Sie saß vor ihren Ikonen und mit Tränen und betete die Ikonen an und dankte Gott und die Götter alle und war total bewegt in diesem bewegten Zustand. Und dann sagte zu ihrem Sohn, war sie, oh, du bist mein Sohn, und er liebte und umarmte ihn und küsste und dann die Enkelkinder und die Schwiegerfrau und Schwiegertochter und dann, es war eine totale hundertprozentige Umwandlung der Persönlichkeit. Und die hielt bis zu ihrem Sterb an. Sie ist dann mit den Kindern spazieren gegangen und sie war eine glückliche Frau bis am Ende ihres Lebens. Und das war für mich eine wahnsinnig interessante Geschichte. Denn wir haben immer gesagt, wir haben alle immer gesagt, also Set und Setting sind das Wichtige. Und sie hatte kein Set und sie hatte auch kein Selling. Das war so, und der Sohn hatte Gewissensqualen und hat sich gesagt, also was mache ich, wenn es irgendwie schief geht oder sie stirbt oder was weiß ich. Aber es ist ein glücklicher Ausgang. Also das hat mich sehr zum Überlegen gebracht. Denn wie kann das sein, dass die Wirkung der Droge selbst, alles, was wir über Set and Setting gelernt haben, einfach überschreiten können? Okay, danke. Okay, so. Obwohl man auch sagen kann, also heutzutage geben wir Ärzte psychedelische, also bestimmte Substanzen, zum Beispiel Cannabis, zu Säuglingen oder Kinder, die like Seizures haben. Und natürlich ist da keine informed consent, außer von der Mutter. Und dann wollte ich eine Geschichte erzählen, die ich gehört habe an der psychedelischen Konferenz in Basel vor ungefähr 2 Jahren, glaube ich, drei Jahren. Sechs Jahren. Wow. Da wurde eine Kassettenaufnahme gespielt von einem Amerikaner, der saß im Haft. Der konnte nicht zu der Konferenz fahren, der war verhaftet worden. Er war ein Drogenhändler. Er hat sein ganzes Leben lang
war nie irgendwelche Verbrechen oder Illegales gemacht, aber er war so überzeugt von der positiven Wirkung von LSD und Cannabis, dann wurde er ein Dealer und hat importiert. LSD, nur LSD und nur Haschis, kein Morphin, Heroin, nichts anderes. Und ist verhaftet worden. Und bestraft worden mit 20 Jahre oder 30 Jahre Verhaftung und war so ein. Und der spielte dann, sein Freund spielte dann eine Kassette, einen Ausspruch von ihm, wo er geklärt hatte seine Geschichte und wie es ausgekommen ist. Und da ist mir die Idee gekommen, dass man darüber nachdenken soll. Hier sind diese Substanzen, die für viele Leute das umwälzende, das umfassende Veränderung ihres Bewusstseins, eine spirituelle, religiöse, mystische Verfahrung sein kann, das Leben ganz verändert haben, geheilt haben. Und derjenige, der das möglich gehabt hat, dass ich diese Substanz genommen habe, der jetzt im Gefängnis sitzt für den Rest seines Lebens. Wenn man da mal drüber nachdenkt, was bedeutet das? Was bedeutet das? Was sind die Implikationen von solcher Situation, eine soziale Situation? Und ich weiß natürlich nicht die Antwort, das ist eine persönliche Frage für mich und vielleicht andere auch. Und ich empfehle das, dass man da mal darüber nachdenkt. Was für eine Gesellschaft ist es, haben wir, dass so etwas geschehen kann? Und ich habe natürlich keine Antworten, aber ich empfehle die Frage. Und eben die dritte ist ein bisschen ähnlich, Geschichte, die ich erzählen wollte, von der MAPS-Gruppe, das ist eine amerikanische Forschungsgruppe, die macht alle paar Jahre auch eine Konferenz. Und vor ein paar Jahren war eine Konferenz und mein Freund Jim Ferdeman, ein Psychologe, der auch psychedelische Forschungen gemacht hatte, fragte, als er das Publikum war ungefähr 1000 Leute, alles Forscher auf dem Gebiet von Forschungen. Er hat gesagt, also raise your hand, heb die Hand hoch, wenn ihr an einem offiziell erlaubten Forschungsprojekt als Subjekt von diesen Substanzen genommen hat und teilgenommen hat. Ungefähr so 6 bis 8 Leute hoben die Hand hoch. Und dann sagte er, heb die Hand hoch, wenn ihr irgendwann mal psychedelische Erfahrung genommen habt. Und alle hoben die Hand hoch. Das ist interessant. Hier sind Leute, die machen wissenschaftliche Forschungen und es gibt ein paar Leute, die machen wissenschaftliche Forschungen im Rahmen der jetzigen Gesetzlichkeit und die anderen sind alle Untergrund. Sie sind eigentlich vom Staat her gesehen Kriminelle. Was bedeutet das für uns? Was für eine Gesellschaft sind wir, sodass so etwas vorkommen kann? Und diese drei Fragen empfehle ich euch, darüber nachzudenken. Hallo, ha. Ja, also zuerst muss ich eigentlich sagen, ich kann kaum sprechen unter Anwesenheit dieser beiden Menschen, die mein Leben sehr verändert haben. Zum richtig Positiven. Ich habe mit 18 oder 19 das erste Mal LSD genommen und da hatte ich das Gefühl, als wenn so ein Lichtschalter angeht. Und ich hatte das Gefühl, ich muss unbedingt mit einem Volk leben, in dem psychoaktive Substanzen zur normalen Kultur gehören, und zwar als Zentrum der Kultur. Und bin daraufhin nach Mexiko gegangen und habe da ein paar Jahre im Dschungel gelebt mit einem kleinen Stamm von Indianern. Und da habe ich zum Glück die kulturanthropologische Methode der kognitiven Anthropologie benutzt. Das heißt, ich bin der Lernende. Ich bin nicht der Beobachter, sondern ich nehme teil an dem Leben und lerne dadurch. Und das war unglaublich eindrucksvoll, wie die mit ihrem psychoaktiven Ritualtrank umgegangen sind. Und
dann, als ich meine Doktorarbeit geschrieben hatte über das Erlernen von Zaubersprüchen, war ich eine Zeit lang in Berkeley und habe da an der Universität auf California in Berkeley einen Vortrag gehalten über meine Erfahrungen im Regenwald. Und das Manuskript dazu habe ich Stan zugeschickt, der mich dann am nächsten Morgen um 7 Uhr angerufen hat. Ja, ich habe das gelesen. Hast du nicht Lust, nach Esserlein zu kommen? Wir haben hier eine Konferenz zur psychedelischen Forschung. Und ich dachte, wow. Und bin dann da hingefahren und komme auf das Gelände. Als erstes liefen mir Ralf Metzner und Terence McKenna entgegen. Und die hatten das auch gelesen und waren auch sehr interessiert daran. Und dann gab es ein nächtliches Ritual, das Ralf geleitet hat, mit einer pathogenen Substanz. Und das war MDMA, noch aus der Küche von Sascha Schulgen. Und das war zu der Zeit legal, also war es kein Problem. Deswegen kann ich da auch jetzt drüber sprechen, ganz frei. Und das war also sowas von überwältigend toll, mit den ganzen Leuten, die ich nur aus der Literatur kannte, wirklich zusammenzutreffen und zu merken, was das für großartige Menschen sind. Und deswegen ein ganz besonderer Dank an dich, Stanislav Grof. Stan, du hast mir unglaubliche Türen eröffnet mit dieser Einladung nach Esserlein. Und das hat mein Leben unglaublich beeinflusst und bereichert. Und dafür möchte ich dir wirklich danken. Und dir, Ralf, möchte ich vor allen Dingen bedanken darüber, dass wir gemeinsam nicht nur diese für mich initiatorische Erfahrung gemacht haben, sondern dass daraus ein längerer Kontakt wurde. Und so ein klein bisschen stolz bin ich darauf, dass ich dich wieder zur deutschen Sprache geführt habe. Ein Jahr nach diesem Ereignis war wieder eine Konferenz und ich war zum Glück eingeladen. Und da haben wir uns getroffen in Berkeley und dann hat Ralf gesagt, also wir haben jetzt 4 Stunden Fahrt und du sprichst nur Deutsch und ich Englisch. Und dann dachte ich, okay, und das war ein sehr eigenartiges Gefühl, so mit 2 Sprachen da umzugehen, aber es war wunderschön. Und da habe ich Ralf auch erzählt, dass ich ein geborener Heide bin und dass mich also vor allen Dingen Schamanismus interessiert und die rituelle Anwendung von psychoaktiven Substanzen. Und er hat mir sehr viel beigebracht. Vielen Dank, Ralf. Aha, ich werde gerade ermahnt, ich soll was über die Bedeutung in der Gesellschaft erzählen. Also, ich glaube, dass die Bedeutung psychedelischer Erfahrungen ein wichtiger Quell unserer Kultur sind, aber die Leute, die uns beherrschen, verstehen das nicht, dass vieles von dem an Kreativität, was wir heutzutage in den Medien und überall haben, dass das auf psychedelische Erfahrungen zurückgeht. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr alle solche habt und ihr habt damit auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Denn ihr könnt wirklich was verändern, indem ihr über diese Dinge ganz frei kommuniziert. Nicht über das Internet, sondern, wie man so schön sagt, face to face. Und ich möchte euch echt ermutigen, das zu tun und auch Leuten, die Beistand brauchen für eine psychedelische Erfahrung, beisteht. Weil wir haben keine offiziellen Lehrer für rituelle Einnahme psychoaktiver Substanzen. Das gibt es zwar, aber das ist eher im gesellschaftlichen Untergrund. Und wir können wirklich was
verändern, indem wir unsere Perspektiven, die wir von diesen Substanzen erhalten haben oder die uns diese Substanzen ermöglichen, in unser alltägliches Leben integrieren und darüber nicht hinter verschlossener Wand und Getuschel und heimlich, sondern dass ihr dazu steht. Und damit gebt ihr allen anderen Menschen Kraft, diesen Weg vielleicht auch zu gehen. Und als Kulturanthropologe sehe ich unsere westliche Kultur oder Gesellschaft als krank an. Unsere Kultur ist krank, und zwar deswegen, weil wir keine spirituellen Lehrer haben. Mit spirituellen Lehrern ist es immer so eine Sache. Also so ein Gurutum funktioniert nicht, aber wir brauchen uns alle, um uns gegenseitig zu lehren aus unseren Erfahrungen und die miteinander teilen und jüngeren Menschen, zum Beispiel den eigenen Kindern, zum 18. Geburtstag einen LSD-Trip schenken und eine begleitete Nacht anbieten. Je mehr wir solche Dinge ritualisieren, desto stärker wird die Veränderung in der Gesellschaft sein, weil wir sind ja alle eins und auch gesellschaftlich sind wir eins, und je mehr wir solche Arbeit machen, desto besser für alle. Ja, das war's. Ach so. Okay, also zum Schluss dieser Einführungsrunde spricht noch der Quotenschweizer zu euch. Ich war heute Nachmittag da drüben in der Jugendherberge am Kakteenstand. Da war ein junger Mann und der hat gefragt, was ich denn hier mache. Da habe ich gesagt, ich bin heute Abend auf diesem Podium. Und dann fragte er, ob wir dann auch jemanden von der SVP eingeladen hätten, damit kontrovers diskutiert werden kann. Das ist also nicht so, und ich bin eigentlich auch froh darum, dass es nicht so ist, weil ich nicht glaube, dass das ein Beitrag wäre. Allerdings finde ich, dass kritische Fragen aus dem Publikum durchaus erwünscht sind, und die werden unser Panel sicher auch beleben, nachdem ich jetzt noch gesprochen habe. Also mein Thema ist LSD in der Medizin und vor allem in der Psychotherapie. Ich möchte zuerst einen geschichtlichen Bogen spannen. 1943 wurde LSD von Albert Hofmann entdeckt. Viele von euch kennen die Geschichte, die wiederhole ich jetzt hier nicht. 3 Jahre später, 1946, ist die erste klinische Studie in der Universitätsklinik in Zürich publiziert worden. Und in den darauffolgenden gut 20 Jahren sind mehrere tausend Publikationen über LSD erschienen, weltweit. Ende der 60er Jahre wurde LSD dann zuerst in den USA, später auch weltweit verboten. Und das wirklich Empörende und Katastrophale an dieser Geschichte ist, dass die Anwendung von LSD auch in der Medizin und in der Forschung praktisch zum Erliegen gekommen ist. 1973 ist die letzte Studie publiziert worden mit der LSD-Psychotherapie Forschung, da war Stanislav Grof auch daran beteiligt, an dieser Publikation, und danach war über mehr als 30 Jahre Funkstelle in diesem Bereich. 1988, damals war ich ein junger Assistenzarzt in Ausbildung zum Psychiater, habe ich das Glück gehabt, weil es damals in der Schweiz eine etwa 5-jährige Zeit gab, wo die Therapie erlaubt war. Mit MDMA und mit LSD konnte ich diese Substanz zuerst als Patient und in der Selbsterfahrung später auch in einem Training erfahren. Ich bin dann später einer Interessensgemeinschaft beigetreten, einer Vereinigung, die sich mit der Entwicklung dieser Methode eigentlich befasst. Und unser Ziel dort war es eigentlich immer, wieder eine Möglichkeit zu finden, die LSD und auch andere bewusstseinsverändernde Substanzen anzuwenden in Therapien. Wir sind dann gescheitert. Im Jahr 2000 wollten wir ein Projekt machen mit Psilocybin bei Depressionen. Und die Ethikkommission, damals die Zuständige, hat gesagt, ja, was wollt ihr da? Es gibt ja schon Behandlungen für Depressionen. Das braucht es doch nicht. Und das Dumme daran war, dass man eine Ethikkommissionsentscheidung nicht anfechten kann. Also das war das letzte Wort, das sie gesprochen haben. Unser Projekt war gescheitert. Im Jahr 2004 war dann ein Meilenstein.
dass eine MDMA-Studie von Peter Oehn und Verena Wittmer, die hier gleich nebenan in Biberist wohnen und arbeiten, bewilligt wurde. Und damit hatte man wirklich auch das Gefühl, es ist jetzt wieder möglich, mit Forschungsprojekten eine Bewilligung zu erhalten. 2006 fand dann das 100. Geburtstagssymposium von Albert Hofmann in Basel statt und im Anschluss daran sind wir daran gegangen, auch für LSD etwas Ähnliches zu tun, nämlich zu versuchen, eine Forschung bewilligt zu kriegen. Und wir haben uns entschieden, ein kleines Pilotprojekt, das aber den heutigen wissenschaftlichen Standards vollauf genügt, zu entwickeln. Durch Glück und Tüchtigkeit wurde das dann bewilligt, also es war wirklich auch Glück dabei. Und anfangs 2008 bis 2011 konnte ich insgesamt 12 Patienten behandeln. Eigentlich eine kleine Geschichte, kann man sagen. 12 Patienten ist ja fast nichts, aber das Große daran war halt, dass es nach einer so langen Zeit wieder eine Bewilligung gab. Es ist auch gar nichts Besonderes daraus herausgekommen, alles, was wir erwartet haben, nämlich die Patienten haben gesagt, das hätte ihnen genützt, sie würden es wieder tun, sie waren dankbar für die Behandlung, sie würden es auch ihren Freunden weiterempfehlen. Sie haben das auch ein Jahr später in Interviews, die wir nach einem Jahr durchgeführt haben, immer noch gesagt. Und das Weitere, was noch dabei rausgekommen ist, ist, dass die Behandlungen sicher durchführbar waren, es ist nichts Schlimmes passiert, niemand musste in die psychiatrische Klinik gehen nach der Behandlung bei uns. Soweit, so gut. Das ist ein kleiner Schritt zur Wiedereinführung des LSD in die Medizin. Es sind noch viele weitere Schritte nötig. Es war wirklich eine große Freude für mich auch, dass Albert Hofmann das noch miterleben durfte, dass sein LSD vielleicht den Weg zurück in die Medizin findet. Es ist noch nicht ganz sicher, ob es wirklich der Fall sein wird. Ich bin da nicht ganz optimistisch. Aber ich denke, ein wichtiger Schritt ist gemacht. Ich möchte ein Zitat von ihm noch anbringen hier, weil ich finde, es passt gut. Er hat gesagt, anlässlich des 60. Jahrestages seiner Entdeckung im Jahr 1998, ich bin sicher, dass LSD nie mehr aus der menschlichen Gemeinschaft verschwinden wird und also genügend Zeit vorhanden ist für die Erfüllung seiner evolutionären Aufgabe als Hilfsmittel für das Erkennen und das Bewusstwerden der Schönheit, des Wunders und der Majestät der Schöpfung. Das sind beruhigende Worte. Möge er recht haben. Ich glaube, dass LSD einen Beitrag leisten kann in unserem Hunger nach spirituellen Erfahrungen. Ich glaube, dass LSD ein Potenzial hat für individuelle Heilung, eben gerade in der Psychotherapie. Und ich denke auch, dass LSD eine Substanz ist, die unsere Kreativität befördern kann. Das ist mein Statement dazu. Was ich in den letzten 8 Jahren, seit ich jetzt diese Arbeit mache, auch noch gemerkt habe, ist, die Akzeptanz im gesellschaftlichen Umfeld ist, finde ich, gestiegen. Also ich betrachte es mittlerweile als meine Mission, geduldig die Fragen von Journalisten zu beantworten. Ich beantworte auch Interviewanfragen von Mittelschülern und jungen Menschen, die eine Arbeit schreiben, weil ich glaube, dass die Aufklärung enorm wichtig ist und dass das allein diese Polarisierung aufzuheben vermag, in der LSD immer noch steckt, oder? Für die einen ist das hier drin, hat man ein Heimspiel, alle finden das gut, anderswo sieht es ganz anders aus und ich denke, die Wahrheit ist ja irgendwo wie meistens dazwischen und es ist unsere Aufgabe hier, eine Aufklärungsarbeit zu leisten. Vielen Dank. Ich möchte noch etwas bekräftigen, was Ralf gesagt hat. In diesem gesellschaftlichen Dilemma, Widerspruch und absurden Unsinn wir eigentlich drinstecken, oder? Ich musste wirklich unter Aufbietung aller meiner Kräfte, und ich hatte ja noch viele, die mir geholfen haben, ich hatte auch Sponsoren, ist es uns gelungen, 12 Leute zu behandeln. Ganz legal, Dokumentation, alles wunderbar. Aber man schätzt, dass in den USA 1,1 Millionen Menschen im Verlaufe des letzten Monats psychedelische Substanzen genommen haben. Das heißt, auf die Schweiz übertragen, dass jeden Monat 32.000 Menschen psychedelische Substanzen nehmen. Cannabis ist da nicht mit eingeschlossen.
Und das zeigt diesen unglaublichen Widerspruch auf. Oder? Es ist so schwierig, in der Medizin eine legale Anwendung zu erhalten und gleichzeitig wird es irgendwie geduldet, es ist normal, es ist möglich, es ist einfach, es ist zwar illegal, aber es ist einfach. Und ich glaube, ja, ich finde diese Frage, die Ralf da sagt, wirklich bedenkenswert, das ist uns allen klar, aber die Betäubungsmittelgesetzgebung steckt da in einem fürchterlichen Widerspruch drin. Und nicht zuletzt hat sie diese Substanzen völlig zu Unrecht als Betäubungsmittel deklariert, das eine medizinische Anwendung praktisch verunmöglicht. Gut, soweit mein Statement. Ich freue mich auf die Diskussion. Also wir möchten gerne denjenigen hier im Saale, die jetzt eine Frage haben, einen Beitrag haben, eine Anregung haben, auch die Möglichkeit geben, das machen zu können und auch in Kontakt zu treten mit den vier, die hier sitzen. Gibt es auch eigentlich auch ein Mikrofon im Saal? Okay, da ist eine Wortmeldung. Ja, guten Tag. Mein Name ist Marc, ich komme aus Berlin. Oh ja, Entschuldigung. Kein Problem, also, soll ich einen Moment warten? Entschuldigung. Wir nehmen deine Frage jetzt auf jeden Fall. Nur, ich bin jetzt schon wieder einen Schritt weiter, weil wir wollten eigentlich gerne auch die Diskussion hier ermöglichen. Das heißt, deine Frage ist jetzt an der richtigen Stelle, aber vielleicht regt das, was Sie auch zu den anderen Beiträgen sagen, die vier, die hier sitzen, euch auch zu weiteren Fragen an. Also wir machen das mit einem Rückschritt noch. Welche Substanz würden Sie empfehlen, wenn es möglich ist, auch politische Entscheidungsträger dazu den Mut zu machen, in eine dieser derzeitig illegalen Substanzen vorzudringen? Ich habe bemerkt, dass es zum Beispiel um Berlin oder andere Städte neben der Möglichkeit MDMA oder LSD eigentlich einfach zu erlangen, wie Herr Gasser das eben beschrieben hat, auch Ayahuasca immer öfters angeboten wird. Was würden Sie sagen, wäre eine Substanz, die ein Einstieg wäre, egal ob es jetzt legal oder illegal wäre, für jemand, der nicht mit dieser Welt vertraut ist? Also ich würde gar nichts empfehlen, weil das hängt von jeder Person ab, was für eine Intention sie hat, sowas einzunehmen. Und wie das Erlebte, Erfahrene im eigenen Leben und in der sozialen Struktur integriert wird. Also man muss, finde ich, bedenken, dass man ein selbstständig denkendes Wesen mit eigener Verantwortlichkeit ist. Und es ist wichtig, sich zu informieren, aber da kann man nicht sagen, also alle müssen das nehmen oder das nehmen, das ist überhaupt nicht der Fall, weil für alle Menschen ist das auch nicht. Das ist so wie mit allen Dingen, es gibt eben einige, die sich davon angezogen fühlen und denen soll das ermöglicht werden. Und wenn wir mal eine zukünftige echte Drogenberatung haben, dann komm bitte in meine Sprechstunde. Ja, ich möchte das nur noch auch betonen. Das ist eine Frage, die gar nicht ansteht. Die Drogen werden von uns oder jemand anders nicht zu jedem irgendjemand gegeben. Das ist eine Erfahrung, die man haben kann. Und die grundsätzliche Ethik, das hat auch Leary so formuliert. Jeder von uns hat nicht das Recht, irgendjemand anders eine Substanz zu geben, ohne dass er eingeladen wurde oder gefragt wurde oder gebeten wurde darüber. Mhm. Und wir sagen nicht, keiner von uns sagt, alle Leute sollen Drogen nehmen und Politiker sollen diese Substanzen nehmen. Überhaupt nicht. Wir sind Forscher. Und Forscher sagen, wir haben diese Gebiete erforscht und das ist sehr interessant, da können wir alles Mögliche davon lernen und dann haben Anwendungen in der Therapie und zur Medizin und so weiter. Das andere hängt von der Gesellschaft ab. Ich wollte, weil ich gerade noch dabei bin,
auch noch aussprechen, zwei Sachen von, ich habe die, eines, das ich sehr von Stan gelernt habe für mich. Wie ihr wisst, ich arbeitete ja in den frühen Jahren mit Tim Leary und Richard Alpern, und wir alle drei waren Psychologen, wir waren nicht Mediziner. Und es wurde dann ganz schnell uns allen bewusst, dass diese Erfahrungen sprengen alle Rahmen. Das sind nicht gewöhnliche Drogen, das sind nicht gewöhnliche Medizin, das ist was ganz anderes, das ganze Weltbild. Die Leute hatten religiöse, mystische Erfahrungen. Und die meisten Forschungen, die dann damals schon existierten, waren Forschungen auf die Wirkung von LSD auf Gehirn oder irgendwelche Systeme oder Schnecken oder was weiß ich, also biologische Organismen. Die Forscher nahmen ja die Substanz selber nicht. Die geben die Substanz zu jemand anders und beobachten ihn dann. Es gibt ja viele Filme davon, wie sie das gemacht haben, wo eine Versuchsperson sitzt und nimmt Mescaline oder LSD und die Psychiater sitzen da und machen Notizen und sie sagt, also everything looks so beautiful and glowing with colors. Und er sagt, oh ja, scheiden, also sie sieht Farben und Colors. Überhaupt kein Verständnis. Und Stan, und wir verstanden es natürlich und die Leute von Harvard verstanden es nicht und wollten das auch nicht. Die Leute, diese Substanzen passen nicht auf die Universität. Und sie hatten auch Recht dazu, das sagte Lehrer auch. Die haben auch Recht, das passt nicht in die Universität. Das sprengt alle Rahmen. Und dann, ich kann mich erinnern, wie so ein Stan kam und er aus Tschechoslowakei, wo wir wohnten in Milburg, nachdem wir von Harvard weggegangen sind und machten da so eine Gemeinschaftsforschung. Und Stan kam, ja, er war ja Arzt, er war Psychiater und wir konnten genau sofort sehen, ich sah das so, wie wenn ich das sagen kann, an dem Feuer in seinen Augen, wo er erzählt hatte von seinen Erfahrungen. Wir waren total gleich, wussten wir. Und das ist auch jetzt noch in der psychedelischen Szene, wenn man das so sagen kann, wenn es diese Versammlungen gibt von Wissenschaftlern und Forschungen auf allen möglichen Gebieten, Heilern und Gehirnforschungen, die verstehen sich sofort, auch wenn sie die Sprache nicht kennen und sie verstehen einfach nur also auf erfahrungsgemäße Gewisse. Das ist nicht eine Geheimnistuerei, das ist nicht irgendwie, wir wollen irgendein Geheimnis verwahren. Jedes ist ganz total offen, jeder kann damit teilnehmen. Und das wollte ich noch sagen. Und eines, was ich noch sagen sollte zu Christians Geschichte. Ich habe ihn kennengelernt und in diesem Treffen da in Esselen. Stan organisiert hatte und viele Leute kamen dann und haben Christian und ich, und es war sehr interessant für mich, ein Anthropologen, der mit Kulturanthropologen mit den Lacandonen gearbeitet hat im Regenwald, die benutzen auch bewusstseinsändernde Substanzen, natürlich andere, und der hatte die Sprache geschlossen und hatte dann das sehr glückliche und Erfahrung, dass wir uns getroffen haben in Mayaland einmal und er mich dann mitgebracht hat, viertägige Reise zu den Lacandon Maya und diese alte Kultur kennengelernt hatte und das war für mich so eine Tiefe, denn das kam, die akademische Kultur wusste überhaupt nichts davon und deswegen war es so wichtig und eben auch in der Literatur, wie Leute wie Aldous Huxley dann darüber geschrieben hat, in den verschiedenen Kulturen, dass wir nicht so verrückte Psychologen, die sind alle abgedreht, weil sie die Drogen genommen haben und wir eigentlich nichts davon verstehen. Und dann gibt es diese alten Kulturen in anderen Ländern, die schon seit Tausende von Jahren damit arbeiten. So, das wollte ich noch mich nachherzlich danken bei dir. Und ich möchte auch etwas in demselben Sinne sagen. Als ich hörte, was du sagtest, du hast über Lerf und mich gesprochen und nicht deine fantastische Rolle, deine eigene Rolle betont. Du gehörst zu einer ganz kleinen Gruppe von Anthropologen, die wir visionäre Anthropologen nennen. Also
Die Akademischen, die Anthropologen, die sitzen am Baum mit einem Notenbuch und machen Kinesics und Proxemics und so weiter und beobachten, was die Wilden machen. Und die Visionären, die machen das, was die Leute in den Stammen, die Stammesleute machen. Ja, wenn sie tanzen, sie tanzen mit ihnen. Wenn sie etwas nehmen, sie nehmen das ihnen. Du bist gewiss einer dieser Leute. Michael Harner ist eine andere Person. Barbara Meyerhoff, Peter Fürst, nicht wahr? Fred Katz, der mit den Kalahari Bushmen arbeitete. Und man kriegt eine ganz, ganz andere Anthropologie. Und während meiner eigenen Vorträgen und so weiter sind sehr viele Anthropologen zu mir gekommen und sie sagten, ich mache Feldarbeit mit diesem Stamm und diesem Stamm. Ich habe ein Manuskript darüber geschrieben. Ich kann das nicht meinen Kollegen zeigen. Das würde meine akademische Reputation verderben. Okay. Also wir kriegen wirklich nicht zu viel von diesen die persönlichen Nachrichten. Du musst Mut haben. Also nicht nur ein visionärer Anthropologe sein, aber den Mut haben, das öffentlich zu machen. Und ich möchte noch was zu dieser Frage sagen wegen der Substanz. Also für mich steht nicht die Substanz im Vordergrund, sondern die Frage, was ist der richtige Zeitpunkt und der richtige Rahmen, innerlich und äußerlich. In meiner Studie, die war ja mit LSD und von diesen 12 Teilnehmern, Patienten hatten 11 noch gar nie LSD gehabt. Und eine Person hatte mal Psilocybin gehabt. Also das heißt, für die meisten war es die erste Erfahrung und dann kann man sagen, das ist vielleicht LSD nicht das Günstigste. Vielleicht wäre es besser gewesen, mit MDMA anzufangen. Aber dennoch, ich glaube, wenn man einen guten Boden herstellt, eine vertrauensvolle Beziehung und die Leute auch vorbereitet, dann ist das eigentlich wahrscheinlich mit jeder Substanz möglich. Aber wir müssen es im Gesamtrahmen sehen. Es ist nicht nur eine pharmakologische Frage, welche Substanz welche Wirkung hervorruft, sondern was der gesamte Rahmen ist von der Person und vom Umfeld. Also ich muss sagen, ich bin sehr beschäftigt mit dieser Thematik, eigentlich schon bevor ich angefangen habe zu studieren, schon als Schülerin war das ein ganz wichtiges Thema für mich. Das heißt, mittlerweile habe ich 40 Jahre Erfahrung mit Menschen, die mit solchen Substanzen selber umgehen, die das in ihr Leben integriert haben, die das selber auch wichtig fanden. Und mein Optimismus war mal größer, weil ich habe schon auch viele Menschen daran scheitern sehen. Das möchte ich schon auch wirklich sagen. Es ist nicht so, dass automatisch der Umgang mit Psychedelika das Bewusstsein erweitern. Manchmal fehlt einfach ein solides Fundament. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen fangen an, erst den Dachboden zu bauen, bevor sie überhaupt das Fundament gesetzt haben. Und dann gehen die auch kapalster. Und insofern ist es wirklich wichtig, dass man sich dessen klar ist, dass das schon auch eine Aufgabe ist, an der man eigentlich sein ganzes Leben arbeiten sollte. Das meine ich jetzt gar nicht so dröge und so rigide, aber ich möchte es schon auch wirklich sagen, dass das wichtig ist. Und man kann nicht einfach denken, okay, jetzt gebe ich dem das und jedem das. Dieser Weg, der dahin führt, damit dass die Leute überhaupt Interesse haben, das ist eigentlich eine ganz wichtige Vorbereitung. Aber es gibt sicherlich andere Fragen. Christian und Claudia, ihr wart ja in einigen anderen Ländern, habt auch viele Zeremonien mitgemacht mit Drogen.
Für mich ist die Frage eigentlich, wie seht ihr den Gebrauch in der westlichen Welt von Drogen, also sagen wir die synthetischen Drogen, wie jetzt zum Beispiel MDA, wie sie heißt, oder auch LSD. Es ist ja was Nachgebildetes, es ist ja nicht was, was 100% natürlich ist. Und in den indigenen Kulturen wird ja mit Drogen anders umgegangen, wenn ich es richtig sehe. Es ist ja nicht eine Partydroge wie bei uns teilweise, was man zum Red Bull oder zum Alkohol einschmeißt, sondern es ist ja in einem gewissen rituellen Kontext. Und wie seht ihr das eigentlich? Also zu einem rituellen Kontext gehört eine mythologische Basis. Die Menschen, die heute noch in Stämmen leben und ein Psychedelikum oder eine psychoaktive Substanz in ihrem Leben haben, die wachsen damit auf, dass diese Substanz etwas Heiliges ist, was den Menschen Erfahrungen gibt, die sich anders nicht herstellen lassen. Und diese Erfahrungen sind eben prägend auch für sein Stammesleben und die sind auch sozial sehr wichtig für den Zusammenhalt eines Stammes. Und die Leute wachsen ja nicht mit der Idee auf, dass ihre heilige Substanz was Illegales ist, sondern dass es was Heiliges ist. Und das Heilige ist aber nicht katholisch zu deuten, weil Religion und Schamanismus widersprechen sich. Schamanismus und psychedelische Erfahrungen beruhen eben auf dem eigenen Erleben, der eigenen Erfahrung. Und Religion beruht auf Glauben, der dogmatisch aufgezwungen wird. Und es ist unglaublich heilsam für mich gewesen, in Kulturen zu sein, wo das so ist, dass die Schamanen eigentlich nur den Stammesbrüdern und Schwestern ermöglichen, die Mythologie, durch die der Stamm existiert und getragen wird, in sich als lebendiges Wesen zu erleben, was ihnen ermöglicht, selbstverantwortlich mit ihrem Leben umzugehen. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass wenn wir, Ralf sagte, religiöse Erfahrungen haben, da weiß ich nicht so genau, was das sein soll. Ich weiß aber, was mystische Erfahrungen sind. Und das ist eigentlich etwas ganz Einfaches, sich selbst als Teil von allem zu sehen und dafür dankbar zu sein und den Wert von allen Wesen des Universums erkennt, anerkennt und sich mit allem verbunden fühlt. Das klingt unglaublich banal, aber das ist, glaube ich, eine der allerhöchsten Selbsterfahrungen, die man mit Hilfe solcher Substanzen machen kann. Und ich bin überzeugt davon, dass die Gegenkraft, nämlich die Religion, den Umgang, den selbstverantwortlichen Umgang verhindert. Also religiöse Geschichten, die auf einem Dogma und Doktrinen und einer Heiligen Schrift und einem Propheten beruhen, sind kein geeignetes Umfeld für schamanische Erfahrungen. Und es ist auch interessant, dass die meisten Leute, die psychedelische Erfahrungen machen, mystische und was auch immer das heißen soll, religiöse Dinge erleben, die sind für Religion nicht mehr so anfällig und befreien sich oft dadurch und wollen keine LSD-Kirche gründen, wollen keine Ayahuasca-Kirche gründen, wollen keine Peyote-Kirche gründen, sondern die wollen nur, dass ihre Erfahrung in ihrem Leben eine tragende Rolle spielt und unser Leben, also als Individuum, als soziale Gruppe, bereichert.
Ja, das wollte ich dazu sagen. Danke. Das an? Okay, so was ich noch dazu sagen wollte, also das ist sehr schwierig, über diese Substanzen zu reden, weil unser Gehirn ist so strukturiert, dass wir Kausalität erkennen, wenn etwas, also das ist das lateinische Satz, davor, wenn es davor kommt, dann ist es der Grund, der Kausalität dafür. Und die Leute haben meine Erfahrung, also ich habe diese Substanz genommen und dann habe ich das und das gesehen. Also, aber das ist manchmal so, aber die Substanz ist eben der Auflöser. Das war eine der genialsten Einsichten von Tim Leary, dass man kann diese Wirkung dieser Substanzen nicht erklären. Man muss das Set, die Einstellung und die Intention, was wir heute sagen müssen, und den Kontext in den Begriff mit einnehmen, sonst gibt es nicht. Dieselben Leute können ja LSD nehmen und einige haben spirituelle Erfahrungen, wie Houston Smith und Alan Watts und bekannte Religionswissenschaftler haben diese Substanzen genommen und dann andere Leute nehmen diese Substanzen und tanzen und denken nicht über Religion, sind gar nicht interessiert daran. Und noch schlimmer, die amerikanischen Geheimdienste haben LSD benutzt, um Gehirnwäsche an Leuten anzurichten. Und Charlie Manson hat Mord begangen unter LSD. Das ist also nicht die Droge, das ist nicht eine Drogenwirkung. Aber es ist eine Drogenwirkung, aber zusammen mit der Intention. Das ist, man kann sehen, diese Schwierigkeiten, das zu kommunizieren und auch das zu erkennen überhaupt. Meines Erachtens nach, zum Beispiel in der Forschung, in dem Buch, was ich jetzt gerade schreibe, zusammenfassend, manche Leute mögen einfach Drogen nehmen und die zum Beispiel MDMA oder was Ecstasy genannt wird, die nehmen Drogen und wollen tanzen an der Party. Das ist okay, das schadet niemand, das ist freiwillig, das ist unterstützt. Wir erwarten keine religiöse Erfahrung, obwohl es manchmal vorkommen kann. Und andere wollen eine religiöse Erfahrung haben und dann lesen sie vielleicht das Buch, das Leon und Erbert geschrieben haben, über psychedelische Erfahrung, über das tibetanische buddhistische Modell. Also als Wissenschaftler und Forscher für mich selber, ich glaube, ich spreche auch für alle meine Kollegen, wir sind interessiert an die Anwendung von diesen Substanzen zum Heilen, physischen und psychologischen Heilen und zur Auflockerung und der Kreativität und Einsichten in die Kreativität, Einsichten in Wissenschaft, wissenschaftliche Einsichten und eigentlich die grundsätzliche, aber das kann man nicht sagen, ist nicht mal eine Anwendung, das ist eine Erfahrung, die kommen kann, die essentielle Erfahrung des Mystischen, des Einsehens. Aber das ist auch nicht produziert von der Droge. Viele Leute nehmen die Drogen und haben nicht eine mystische Erfahrung. Aldous Huxley sagte immer, es ist eine gratuitous grace. Also eine freiwillig gegönnte Gnade. Ja. Ohne gefragt zu werden. Das hat ja Hoffmann, er hatte keine Ahnung, er hat nicht gefragt, wie hängt das Universum zusammen. Und es gab ihm einfach, wurde ihm gegeben. Also ihr könnt sehen, ihr wisst ja auch schon, wie kompliziert ist das, da die Forschungen zu machen. So, das wollte ich noch dazu sagen. Ich erinnere mich an eine... erinnere mich an eine Konferenz, wo wir diese Diskussion hatten, und Humphrey Osmond war da und sagte, könnt ihr euch vorstellen, dass wir über Messer sprechen? Und es ist eine Situation, wo eine der Personen, ein Chef der New York Polizei ist, und sagt über Mörder mit Messer, die andere Person ist Surgeon General. Ja. Sagt, wenn man Training hat, dann kann man sehr, sehr nützliche Sachen machen mit dem Sache. Und die andere Person ist eine Hausfrau und die denkt über Schneiden Salami und eine andere Person ist ein Künstler, der über Skulpturen
spricht, es würde ganz klar, dass wir über ein Gerät sprechen, das auf verschiedene Weisen gebracht werden kann. Das hat nicht mit dem Gerät zu tun. Ja. Und mit LSD, das ist immer, also LSD, besonders also die schlechten Aspekte. Ja. Genau der Punkt. Also es geht einfach darum, dass man aus diesen Erfahrungen lernen kann, aber man muss nicht. Man kann den Schlüssel nutzen, um eine Tür aufzumachen und hinter der Tür neue Dimensionen zu entdecken. Aber auch das muss nicht passieren. Und das ist wirklich einfach ein hohes Maß von Selbstverantwortung notwendig. Ist einfach so. Jetzt ist hier eine Frage eingegangen aus dem Publikum und das ist eine neuartige Frage. Habe ich so ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber das wirft auch ein Licht auf unsere Gesellschaft. Heutzutage gibt es nämlich sehr viele Menschen, die Depressionen haben aufgrund der Situation in der Gesellschaft, komplette Überforderung, Leistungsdruck und alles ist nur auf Effektivität aus und man hat irgendwie gar keine persönlichen Möglichkeiten, sich irgendwie zu entfalten. Deswegen nehmen viele Leute Psychopharmaka, also irgendwelche Antidepressiva. Und hier ist jetzt die Frage, Psychopharmaka und LSD wirken ziemlich deftig aufeinander. Müsste man nicht an jedem Kongress davor warnen, weil Psychopharmaka und LSD einen wirklich wegknallen und gefährlich sind. Was sagen Sie dazu? Selber Erfahrungen? Also ich denke, das ist eine Frage an die beiden ärztlich Ausgebildeten hier unter uns. Ja, ein weites Feld. Also zum einen möchte ich eigentlich nicht so in die Polarität verfallen, zu sagen, es gibt die guten psychoaktiven Substanzen wie LSD und dann gibt es die schlechten, wie Psychopharmaka, Antidepressiva oder Neuroleptika. Ich glaube, es ist ein anderes Zugang. Es gibt schwere psychische Erkrankungen, wo ich wirklich nicht LSD anwenden würde. Und es ist eine Tatsache, dass viele psychisch schwerkranke Menschen heute außerhalb von Kliniken leben können, in Wohnungen, das beobachte ich, oder damit bin ich jeden Tag auch in Berührung, die wirklich auch profitieren. Also das ist sozusagen das, was ich vorausschicke. Natürlich ist die Wirkungsweise ist etwas ganz anderes, oder? Die Psychopharmaka, die sind die, die in Ende der Stabilisierung, dass jemand mit unerträglichem Leiden besser zurechtkommt. Das ist dann eher das Prinzip Kopfschmerztablette. Einfach, die nimmt man dann gegen die Kopfschmerzen, weil man das nicht als eine Selbsterfahrung nehmen kann. Wohingegen LSD und die bewusstseinserweiternden Substanzen, die dienen der Selbsterforschung, der Selbstverwirklichung vielleicht auch. Und das ist ein ganz anderer Kontext, in dem innerer Kontext auch, ein anderes Set, in dem man das einnimmt. Und ich würde sagen, das eine ist das eine, das andere ist das andere. In der Tat hat es seine Grenzen, wenn man das einfach beliebig kombiniert. Zum Beispiel in der Studie, von der ich Ihnen berichtet habe, haben wir dann gesagt, wenn die Leute zur Sitzung kommen bei uns, dann müssen sie ein Einnahmefenster machen, falls sie zum Beispiel Antidepressiva nehmen müssen, dann müssen sie 3, 4, 5 Tage vorher aufhören, damit sie in dieser Zeit, wo sie dann LSD nehmen, diese Medikamente nicht mehr in sich drin haben. Eben rein pharmakologisch mit der Vorstellung, dass die LSD-Wirkung sich besser entfalten kann. Aber das war einfach dann in diesem Rahmen, sagten wir, wir wollen das nicht kombinieren. Also wir haben sehr viele Fälle gesehen, also in dem Holotropenatmen zum Beispiel, wo in ganz kurzer Zeit also Leute aus der Depression rauskommen. Man kann das nicht versprechen, aber es passiert. Es passiert manchmal, dass ganz, ganz überzeugend ist und ganz unerwartet. Also ich glaube, es ist die Möglichkeit für psychedelische Drogen sehr, sehr starken therapeutischen Einfluss auf Depression haben. Wir müssen studieren, also was für Depression, welche Type. Ich habe zum Beispiel in meinen Büchern 2 Typen gesehen, die gehemmte Depression und dort unterlag also die Erfahrung dessen, was ich die zweite Matrix nenne, also die Phase der Geburt, wo sich die Gebärmutter zusammenschließt und es gibt keinen Ausgang davon. Und wenn etwas solches also nahe der Oberfläche kommt,
dann sieht man also diese Depression. Es gibt eine andere Depression, die sehr positiv reagieren kann, und das ist agitierte Depression, die viel mehr näher also dem Ausgang ist, wo sich die Spannungen bilden und so weiter. Das ist auch ganz interessant, dass so viel Tendenz gibt in der Psychiatrie, bloß auf die Symptome sich zu orientieren. Und das ist besonders also für tranquilisierende Drogen. Und die muss man natürlich auslassen vor der psychiatrischen Sitzung, weil wir machen dann etwas, das gegen, also dagegen geht, was wir machen wollen. Wir wollen die Probleme aus dem Unbewussten zur Oberfläche bringen, und die tranquilisierenden Drogen, die werden das bedrücken. Aber was interessant ist, dass die Antidepressiva nicht diesen Einfluss haben. Die kann man lassen, zum Beispiel Lithium. Das ist etwas, das sehr, sehr feines Gleichgewicht hervorzurufen scheint. Mein Bruder da ist hatte ich ein ganzes Leben also mit manisch-depressiven Zuständen beschäftigt, und gehörte zu der kleinen Gruppe, die Lithium zurückbrachte. Und wir haben mit vielen, vielen Leuten gearbeitet, wo in psychiatrischen Sitzungen, auch in den Holotropen-Sitzungen, wir wollen, dass die Leute mit dieser Geschichte an Lithium zum Beispiel bleiben. Es interferiert gar nicht also mit der Erfahrung. Die Antidepressiva gehen in derselben Richtung als die Erfahrungen in psychiatrischen Sitzungen. Nicht die tranquilisierenden Drogen. Die sind, ja, genau. Also ich möchte gerne noch was zum Ausdruck bringen, was sicherlich der ein oder andere im Publikum gerne sagen würde, der nämlich aus der ECBS-Runde kommt und Erfahrung mit Menschen hat, die zu solchen Substanzen greifen wollen. Also ich habe immer wieder von den Psychiatern bei dem Europäischen Kollegium für Bewusstseinsstudien gehört, dass es viele Menschen gibt, die spüren, dass ihre Psyche krank ist und die nach Antworten suchen und die auch nach Heilung suchen und die dann gerne nach solchen Substanzen greifen, zur Selbstmedikamentation. Aber das Dumme ist, dass das gerade da total kontraindiziert ist. Also wenn Menschen wirklich unter starken psychischen Problemen leiden, dann ist es keine gute Idee, solche öffnenden Substanzen zu nehmen, weil dann eben wirklich das Fundament fehlt. Also man muss schon mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, um das als etwas, als einen neuen Einblick sehen zu können. Sonst entsteht auch so eine Verschiebung, dass man gar nicht weiß, was ist denn jetzt die Wirklichkeit? Man nimmt es nicht als einen Einblick in die Wirklichkeit, sondern man ist verwirrt und weiß gar nicht, wo findet die Wirklichkeit denn statt, hinter welcher Tür muss ich denn da suchen? Aber jetzt sind noch Wortmeldungen. Wir möchten es vielleicht so machen, dass wir noch drei Wortmeldungen zulassen und dass wir dann vielleicht mit einem letzten Statement von euch allen in Bezug auf die Zukunft hier enden. Ja, ja, anknüpfend an das, was Sie gesagt haben und vielleicht rückblickend auf meine eigenen Erfahrungen, möchte ich doch klar dafür plädieren, zuerst mit holotropen Atmen zu beginnen und erst dann mit Substanzen zu experimentieren. Die meisten von uns wahrscheinlich haben die Substanzen in den 60er, 70er Jahren in der Subkultur kennengelernt, nicht im akademischen Rahmen oder im therapeutischen Rahmen. Und das halte ich für eine Gefahr, gerade für die jungen Leute von heute zum Beispiel, oder? Wenn die das auf die gleiche Weise erfahren sollten, wie wir das machen mussten. Oder? Klar, es war auch sehr viel Vergnügen dabei, selbstverständlich, oder? Zwei noch?
noch eine Frage. Ja. Okay. Wie beurteilen Sie den Wert einer Therapie, die auf zwei Substanzen gestützt wäre, beispielsweise MDMA und LSD? Also kann das überhaupt einen Wert haben? Also ich sage dazu grundsätzlich, ich mache überhaupt keine Empfehlung. Ich empfehle niemand, dass er irgendwelche Drogen nimmt oder irgendwelche Kombinationen von Drogen nimmt. Außerdem, und auch wenn ich ein Arzt bin, ich bin nicht ein Arzt, ich bin aber ein Psychologe, Psychopharmakologe, Training gemacht. Es handelt sich hier um Substanzen, die illegal sind. Nur aus dem Grund alleine kann man das nicht. Und wenn es gibt Forschungen über die Substanzen, zum Beispiel PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Davon leiden in den Vereinigten Staaten alleine über 400.000 Menschen, Soldaten aus Kriegen von Vietnam. Das ist jetzt immer mehr. Die werden aufgeladen mit vielen Drogen. Und es gibt einige Forschungen, sehr vielversprechend, mit MDMA insbesondere. Gute, bewiesene Wirkungen. Und wenn ein traumatisierter Soldat zu mir kommt, also ich habe gelesen, diese guten Sachen, dann kann ich das irgendwie bekommen? Ich sage, nein. Könnte ich auch dir nicht geben, wenn ich ein Arzt bin. Das ist nicht ein approved medication. Das steht nicht in den Büchern. Die einzige Methode, das zu bekommen, und das ist dann auch geschehen, ist, du kriegst es auf dem schwarzen Markt. Du musst dich selbst verantworten, das zu nehmen. Und das ist dann eben auch so. Das hat mich lange Zeit sehr deprimiert. Sind hier diese Soldaten, traumatisierten Soldaten. Und es gibt Forschungen, die bewiesen haben, in kleinen Gruppen von 6, 8 Leuten, aber das ist nicht zugelassen, dass man das gibt als ein Medikament. Und ich war dann immer irgendwie frustriert davon, dass man nicht, wir können ja nicht zu den Behörden gehen und sagen, also, bitte gebt ihnen das frei. Die machen das nicht. Aber dann hat mir jemand gesagt, der imstande war, das zu wissen. Also, und das fand ich das Tollste. Es gibt eben einen Untergrund. Die Leute, die diese Substanzen nehmen, sind ungefähr 100-mal so viele Leute wie diese Leute, die dieselben Substanzen nehmen in einem Rahmen einer offiziell erlaubten Untersuchung. Hunderte von Mal. Dieser Mann hat mir erklärt, also die Veteranen, Kriegsveteranen selber tun das, geben das MDMA zu ihren verwundeten und traumatisierten Freunden. Und sind ja auch sowieso die besten Führer, die haben ja dieselbe Erfahrung gemacht. Ein Arzt oder ein Psychologe wie ich, die haben ja keine Erfahrung damit. Und das war also für mich sehr beruhigend. Die Leute sind nicht dumm. Also die Gesetze sind stur und können nicht so leicht verändert werden. Man muss sich auch den Gesetzen anpassen. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Wir wollen ja nicht ins Gefängnis gehen. Gleich wer wir sind. Das ist also eine Untergrundbewegung. Gut, dann noch ein. Ja, ich möchte dazu was sagen. Also ich möchte schon gerne eine Antwort auf diese Frage geben. Wir haben in dieser Ärztegruppe, die ich erwähnt habe, ein Buch herausgegeben, das heißt Therapie mit psychoaktiven Substanzen. Dort haben wir einfach auch das Wissen zusammengetragen und auch in die Zukunft geblickt. Wenn es legal wäre, wie würden wir dann arbeiten wollen? Und da würde ich sagen, im therapeutischen Kontext macht es schon einen gewissen Sinn, wenn man, sofern das legal wäre, zum Beispiel mit MDMA anfangen würde, weil das irgendwie einfacher ist. Ich glaube, die Erfahrung ist, es einfacher zu nehmen. Es ist einfacher, dort eine gute, tragfähige Beziehung aufzubauen, in einen guten Kontakt auch mit sich selber zu kommen, um von dort aus dann vielleicht eine andere Substanz zu erfahren. Einfach so als Grund. Das ist nicht eine Empfehlung in dem Sinn, so wie Ralf das sagt. Dann möchte ich auch noch auf eine Website hinweisen, die ich irgendwie sehr wertvoll finde. Es gibt eine amerikanische Organisation, Council of Spiritual Practice, csp.org.
Und die tragen auch so Erfahrungsschatz zusammen von Leuten, die im illegalen Rahmen Erfahrungen gemacht haben, die auch als Guides, also als Begleiter gewirkt haben. Und ich finde, das ist ja auch ein unglaublich wichtiger Erfahrungsschatz. Man sollte nicht einfach tun, als ob es das alles nicht geben würde, nur weil es das nicht geben darf. Und ich finde es gut, wenn Leute sich auch dort informieren können, um gewissen Gefahren auch begegnen zu können. Also allen, die Englisch können, sei diese Website empfohlen. Also ich hatte das Privilegium, also als Arzt für viele, viele Jahre mit der Genehmigung der Regierung zu arbeiten, zuerst der tschechoslowakischen und dann der amerikanischen. Also ich möchte was darüber sagen, nicht so viel über die Kombination, sondern das, was man machen kann, um eine psychedelische Sitzung erfolgreicher zu machen. Ja? Das hat etwas mit gutem Set and Setting zu tun, mit guter Vorbereitung, mit der Einstellung der Person, die das hat, so dass alles, was da aus dem Unbewussten kommt, wirklich voll erfahren wird und ausgedrückt wird. Und dann kann man am Ende der Sitzung sehr viel machen, um das besser zu schließen. Und wir haben dort also eine Methode von Körperarbeit entwickelt, so dass wenn jemand das Gefühl hat, dass sie nicht emotionell zu Ende sind, das ist etwas Unangenehmes. Wir fragen immer, was passiert im Körper? Und dann, wenn wir die Aufmerksamkeit der Person zu der Problemarea und bitten, diese Person etwas zu machen, das zu verstärken, und dann machen auch etwas von außen, um das weiter zu verstärken. Und dann, als wir also die Energie in dieser Stelle halten, dann ermutigen wir die Person, das voll zu ausdrücken, ohne Urteil. Also auch wenn das blöd erscheint oder primitiv oder das geht gegen die Familienregeln, und das ganz voll, das auszudrücken. Und man kann das machen, bis die Person wirklich relaxiert ist und die Sitzung gut geschlossen ist. Ich glaube, das ist besser, als das mit einer Droge zu kombinieren, die also bessere Emotionen in die Erfahrung bringt. Also eine allerletzte Frage noch. Hier hat schon vorher sich jemand gemeldet. Badl. Genau. Jetzt, ne? Ruth Schneider ist mein Name. Ich habe eigentlich viele Erfahrungen gemacht mit holotropem Atmen und mit Ayahuasca, und zum Wort Guru habe ich mal gelernt, dass aus dem Sanskrit, das heißt Dissolving Ignorance, Ignoranz auflösen, und ich sehe diese Arbeit sehr für mich persönlich. Die Frage an euch, ich bin sehr glücklich, hier zu sein, was ist vielleicht euer größter Wunsch oder vielleicht auch Vision, wie sich diese Thematik, diese Kultur in der Zukunft weiterentwickeln könnte oder sollte oder will? Super, du hast schöne genau Schlussfrage. Die Frage gestellt, die jetzt sowieso die letzte Frage gewesen wäre. Vielen Dank. Also, was ist, was ist eure Vision? Also, ich möchte gerne die Frage in zwei einteilen. Zunächst mal ein abschließendes Statement, so ganz kurz und knapp. Was habt ihr vier aus euren eigenen psychedelischen Erfahrungen für euch persönlich am meisten gelernt? Und dann, was ist der Wunsch, den ihr persönlich am meisten an die Rolle der psychoaktiven Substanzen in der Zukunft in der Gesellschaft habt? Also, was habt ihr daraus gelernt und was habt ihr für eine Vision? Ein 3 Monate Seminar, den wir haben? Nein, nur ganz kurz. Also,
nur ganz kurz, leider. Also als LSD zuerst kam, das war vielversprechend. Also das versprach sehr viele Möglichkeiten in vielen Ebenen. Also zum Beispiel, es war Anfang der goldenen Ära der Neuropsychopharmakologie, der Wissenschaft des Bewusstseins, also die Prozesse in dem Gehirn. Eine andere Möglichkeit, das öffnete ganz neue Möglichkeiten für Kunst. Verstehen der modernen Kunst zum Beispiel, weil viele von den Malereien, nicht wahr, der Leute in den psychiatrischen Sitzungen sehr ähnlich waren, den modernen Bewegungen in der Kunst und auch ich wollte nicht sagen, primitiven Stammeskulturen, nicht wahr. Das war eine andere Möglichkeit. Verstehen der Religion, komparative Religion, Einsichten, woher Religion kommt, warum haben wir Religion und verstehen die Psychologie, auch Psychopathologie der Religion. Fantastische Einsichten in Therapie zum Beispiel, neue therapeutische Möglichkeiten. Es gab auch die Möglichkeit, dass solche Wandlung passieren kann unter guten Umständen, dass es uns in der globalen Situation helfen könnte, dass die Wandlung, die da passiert, also fast eine andere Art, a different species, almost creates a different human species. Leute zum Beispiel, die Aggression nicht mehr als akzeptable Strategie der Lösung der Konflikte betrachtet, dass wir eine globale Konstitution haben soll, die Leben schützt, die Umgebung schützt. Also es gab alle diese Möglichkeiten und natürlich dann die Sachen, die passierten, da haben das für 40 Jahre das alles geschlossen. Und ich glaube, dass das unter guten Umständen, dass das psychedelische Drogen in allen diesen Gebieten also sehr, sehr erfolgreich benutzt werden können. Ja. Was war der erste? Ja, also du hast sie eigentlich beide beantwortet, denn deine Erkenntnis ist auch zugleich deine Vision. Also zum Beispiel lernen, dass man auch ohne Aggression umgehen kann. Also das ist ja etwas, was wir jetzt gerade ganz dringend brauchen, dass eben das nicht so ist, wie du das gesagt hast, dass der Bär von allen Seiten gepiesackt und irgendwie herausgefordert wird, sondern dass irgendwie die Kräfte, die den Frieden stabilisieren, dass die im Vordergrund stehen. Und etwas, das wirklich nicht genügend erforscht wurde, ist die Möglichkeit, also schöpferische Fähigkeiten zu vertiefen. Also, es existiert ein Buch von Willis Harman, das heißt höhere Kreativität, die also von der transpersonalen Ebene kommt, wo es sich nicht um normale menschliche Fähigkeiten handelt, sondern etwas, was die großen Künstler hatten und die wissenschaftlichen Einsichten, die da kamen als Inspiration. Das also könnte man erforschen. Genau. Also du, eigentlich war es dir wichtig, Stan, dass neue Forschung möglich ist, die auch einen neuen Menschen und eine neue Gesellschaft eben begünstigen kann und dass das Denken sich ändert und dass die Kreativität gefördert werden kann. Also vielleicht gelingt es dir, Ralf, diese vielen Erkenntnisse, die du gewonnen hast und diese vielen Visionen, die du hast, irgendwie zu bündeln und die wesentlichsten uns mit auf den Weg zu geben. Na, ich würde nur sagen, dass die meines Erachtens nach von denen, was ich sehe, die beiden wichtigsten Gebiete der
Forschungsanwenden von den Psychedelikern sind erstens mal mit MDMA oder was wir nennen die Empathogene. Und es gibt jetzt genug Forschungen, wo man gesehen hat, dass empathogene Erfahrungen von MDMA oder Ähnlichem ausgelöst oder verstärkt. Das beste Mittel ist, die beste Methode ist mit traumatisierten Leuten. Ob durch natürliche Unfälle oder eben kriegstraumatisierte Leute. Und die MDMA ist nicht eine psychedelische Erfahrung. Die Wahrnehmung ändert sich nicht. Wenn ein traumatisierter Soldat, würde man nicht LSD geben. Also das hat man das früher gemacht, aber die wollen ja nicht die Horrorszenen ihres Traumas noch kaleidoskopisch noch mal besuchen. Die wollen das, ihr Herz beruhigen und mit ganzer Stille und Ruhe die Traumas ihrer Vergangenheit anzuschauen. Das ist meines Erachtens nach für die ganze Gesellschaft, es gibt nicht nur Kriegstraumatisierte, es gibt ja Traumatisierte auf aller Welt und wir haben keine richtige Behandlung, wir haben Drogen, die das so beruhigen und eben auch und noch eine zweite Anwendung, die auch sehr wichtig ist von MDMA, ist Gespräch zu fördern zwischen streitenden Paaren in Familien, weil sich streitende Paare in Familien können sich mit MDMA verstehen und einander ohne die Defenses aufzugeben, die Abwehrmechanismen und die machen das eben auch alleine und haben genug Erfahrung. Die andere und meines Erachtens noch vielleicht noch wichtigste Anwendung von Psychedelika, und da würde ich eher sagen LSD oder Psilocybin, ist in der Vorbereitung zum Sterben. Und das ist noch eine viel weitere, also nicht alle Leute werden traumatisiert, aber alle sterben. Jeder von uns stirbt. Und wir haben überhaupt keine Idee, was Sterben bedeutet. Die Idee, dass Sterben einfach das Ende des Lebens ist, ist falsch. Und alle wissen das schon. Obwohl die Wissenschaft natürlich leugnet das und die Wissenschaft sagt, also wir wissen nicht, was geschieht, also sagen wir einfach, nichts geschieht. Das ist nicht wissenschaftlich. Schon seit den ältesten Zeiten haben sich die Leute sehr viel Zeit und daran gedacht, die Leute zum Sterben vorzubereiten. Und wir haben keine Ahnung. Und Aldous Huxley hat das schon geschrieben und Houston Smith hat das geschrieben und Stern natürlich hat viele Forschungen darüber gemacht und andere auch. Und da in dem Sinne würde ich eher sagen, nicht die Empathogene. Empathogene fördern die Lebenskraft wieder. Man braucht LSD oder Psilocybin, damit man anfangen kann, sich loszulösen. Detach, loszulösen. Wie das eben Aldous Huxley hat das genau vorgesehen. Schon vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren. Das wäre also meine Empfehlungen für frühere weitere Anwendungen. Also ich mache es ganz kurz. Ich wünsche mir für alle Menschen mehr Freiheit, und zwar Freiheit von hierarchischen Gedankenstrukturen, unter denen wir und die Gesellschaft leidet. Und wie man das erreicht, ist mir völlig wurscht. Wenn man das mit LSD erreicht, wunderbar, wenn nicht, dann okay, vielleicht was anderes. Und das Zweite, was ich mir sehr wünsche, ist, dass mein Bruder im Geiste, Roger Lickensdorfer, lange, lange seine unermüdliche Energie erhält und die wichtige Arbeit des Nachtschattenverlages voranbringt. Ich möchte zwei hauptsächliche Dinge sagen, die ich durch die Substanzen gelernt und erfahren habe. Das eine war oder ist, dass ich überhaupt gemerkt habe, was Gefühle sind. Vorher denke ich, ich hatte Konzepte über Gefühle und ich konnte auch fehlerfrei Angst benennen, aber zu spüren, dass das auch etwas Physisches ist, ein Gefühl, das habe ich durch die Substanzen erfahren. Das ist mir sehr wichtig und auch in meiner Arbeit als Psychiater ist mir das sehr wichtig.
Das andere ist das, was Christian schon gesagt hat, die mystische Erfahrung, die Erfahrung, mit allem verbunden zu sein. Und ich meine, das erlebe ich ja nicht nur mit Substanzen. Ich war kürzlich in den Bergen und das war so schön und ich dachte, das ist wie ein LSD-Trip. Aber es war natürlich eine Erfahrung in den Bergen, aber es ist schön, diesen inneren Bezugsrahmen zu haben und zu wissen, ah ja, genau da reiht sich das ein. Und dafür bin ich dankbar, dass es die Substanzen gibt. Meine Vision für die Zukunft ist, dass wir aus dieser Illegalitätsfalle herausfinden. Es schwebt mir nicht die totale Liberalisierung vor, es gibt auch Gefahren, aber ich wünsche mir gute Regeln, sowohl in der Medizin wie auch in der breiteren Anwendung, gute Regeln, die auch diejenigen schützt, die geschützt werden müssen. Ich habe mit Albert Hofmann angefangen, ich möchte auch mit ihm wieder aufhören. Er hat mir dann gesagt, ja, weißt du, dass es wieder in der Medizin kommt, das ist wirklich ein großer Wunsch von mir, aber eigentlich noch mehr wünsche ich mir, dass es so eine Art wie bei den Mysterien von Eleusis, eine Art zum Beispiel ein Hotel gibt, wo man dann hingehen kann, so wie man heute zum Meditieren geht, kann man hinfahren und dort irgendwie eine LSD-Erfahrung machen und das ist erlaubt und erwünscht und man darf das tun. Also er hat eigentlich noch die breitere Anwendung sich gewünscht, aber eben auch mit einer klaren Begleitung vielleicht und Regelung und dem nötigen Schutz. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Also ich kann es ganz kurz machen. Was ich gelernt habe, ist, dass es eine unglaubliche Vielfalt gibt. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir in der Lage sind, mit der Vielfalt umzugehen. Und dass wir keine Monokulturen um uns verbreiten, in jeder Hinsicht. Keine Monokulturen des Geistes und des Denkens und des Handelns und auch nicht wirklich ökologisch, dass wir einfach die Vielfalt zulassen. Und ich wünsche, wir alle wünschen hier all den vielen, die hier im Raum sind und die ihr Leben gestalten mit Hilfe ihrer Erkenntnisse und Einsichten aus diesem Bereich, dieser wunderbaren Pflanzenlehrer, dass ihr mit ganz viel Kraft, ganz viel Selbstvertrauen und ganz viel Gefühl, dass es noch andere gibt, die euch stärken, dass ihr durchs Leben geht und eure Dinge verwirklichen könnt. Okay. Vielen Dank an das Podium. Der Älteste hat das letzte Wort. Ich werde das Englisch sagen. I would like to also express tremendous admiration for Claudia. Thanks for Claudia, who did such an incredible job in taming our wild thinking here in this panel. Thank you very much.